Ja, hallo, hier jetzt. Willkommen zu meinem Let's Play von Ark's Fatalist. Nachdem ich heute mit großer Enttäuschung Gru's Let's Played habe, denke ich mir, wird es jetzt doch, ja, wohl hoffentlich etwas erfolgreicher in der Krypta, da ich dieses Spiel doch zu Genüge kenne und nicht blind Let's Playen muss, wie bei Gru's, wo ich wirklich hammerst abgekackt habe. Wenn ihr euch noch daran erinnert, ich habe hier in der Stadt diesen einen Hebel in diesem Raum gedrückt. Im Walkthrough, das ich gefunden habe, war davon nichts erwähnt. Ich weiß aber, dass es davon etwas gibt. Ich weiß es verdammt nochmal. Und ihr habt auch gehört, dass es da etwas gibt. Irgendwo ist ein Tor aufgegangen. Ich weiß nur nicht, wie ich hinkomme. Genau. So. Ab in die Krypta, Ja, das ist übrigens, glaube ich, der 27. Part. Das heißt, der wird hochgeladen, bevor das Let's Play hochgeladen wird von Roos, wo ich so am Abkacken bin. Gut, okay, Teil 20 von Roos ist der erste Teil davon, dann noch die drei darauf folgenden. Da kacke ich auch ab. Ja. Das hier wird wahrscheinlich vorher hochgeladen, aber naja, kann man nichts machen, ne? Ja, dann gehen wir mal runter in die Krypta. Und die Krypta ist doch einfach awesome. Die ersten zwei Stages sind noch echt nett, die sind harmlos, da sind nur Ratten, keine dummen Zombies, die einem ans Leder wollen und so weiter. Nur ein paar Ratten, theoretisch. Hört ihr? Maul halten. Sehr schön. Tote Ratten. Und ein fast volles Inventar. Egal. Mal gucken. Ein Leichnam. Hat nichts dabei. Hier ist nichts. Hier nicht. Oder? Nee. Und hier ein Grabstein. Den können wir aufhacken. Wir sind nämlich böse Grabräuber. Oh, ein hölzerner Pfahl. Den brauchen wir noch. Zombies sind nämlich, naja, ziemlich widerstandsfähige, naja, eher ziemlich haltbare Zeitgenossen. Die stehen nämlich einfach wieder auf. Oh, hier ist wohl jemand gestorben, ne? Naja, egal. Hallo. Oh. Ich finde das Schwert geil. Das ist irgendwie echt schön. Das will ich behalten. Nichts. Ein fast kaputter hölzerner Schild und ein Dolch, ein Leichnam, der nichts dabei hat. Naja. Was will man erwarten? Auf diesen Ebenen ist halt noch nichts. Oh, hier ein Stein mit einem eingravierten Symbol. Tja. Was diese Steine, was es damit auf sich hat, werden wir später noch erfahren. Die sind nämlich Teil eines Rätsels, das ich ohne Lösung nie kapiert habe. Und das zu kapieren ist, glaube ich, auch keine Ahnung. Bisschen blöde. Übrigens, die Farbe, diese Rollen hier, die hat was mit der Zauberspruchstufe zu tun. Das ist nicht so, dass es irgendwie nur für bestimmte Zaubersprüche gilt. Okay, naja, immer für vier. Die haben halt eine Farbe. Und ja, die Krypta ist hier, wie gesagt, noch sehr harmlos. Schönerweise oder auch nicht. Oh, guck mal, ein goldener Becher. Tja. Und hier noch ein Grabstein. Mit einem Schädel. Ja. Dann haben wir schon mal zwei Grabkammern. Insgesamt gibt es auf diesem Level, glaube ich, entweder vier oder fünf. Aber naja. Ah. Genau. Damit haben wir jetzt hier dieses Ding geöffnet. Damit können wir noch was öffnen. Und ich glaube, das ist der Schlüssel zur nächsten Ebene. Also, oder, naja. Die Tür davon wird jedenfalls geöffnet. Oh, ein kleiner Metallschlüssel, das ist gut. Und eine Halskette. Einen Schlüssel kann man immer gebrauchen. Ich weiß zwar nicht wofür, aber
Wir wissen nämlich auch nicht, wer das ist. Das steht nämlich weder dran noch... Naja, ein Leichnam. Es ist, steht auch sein Name nicht dran. Kann man also nicht identifizieren, die Leutchen. Steht hier eigentlich... Hier ist es, wo namenlose Helden zur Ruhe gebettet wurden. Schöne Sache. Ja, gleich zwei. Sehr schön. Dann fangen wir mal hier an. Ist natürlich ein bisschen mühselig, immer alles hier kaputt hauen zu müssen, aber ihr werdet sehen, es wird sich lohnen. Hoffentlich. Na gut, auf der Ebene vielleicht noch nicht wirklich. Aber wer hier große Schätze erwartet, kennt dieses Spiel nicht. Ja. Wer kennt dieses Spiel überhaupt? Wohl nicht so viele, sonst hätte es wohl auch eine erfolgreiche Fortsetzung gegeben. Oh, hier. Hier ist schon ein tolles Schwert. Das schaut ganz toll aus in der Grafik hier. Das ist Achantas Schwert des Blutablasses. Schaden plus 6. Hm. Lebenskraftentzug. Hm, das hat doch was, ne? Erforderlich 10 Stärke und 40 Nahkampf. Erfülle ich zwar, aber naja, was soll ich denn damit? Und hier liegt auch noch ein bisschen Geld. Das ist der erste richtige Fund eigentlich. Ein Opferinstrument haben wir schon. Tut mir leid. Das habe ich mir vorhin schon wo besorgt. Nämlich hier. Und noch so ein komischer Stein mit einem Symbol. Der zweite. Ich glaube, es sind 5 oder 6 Steine. Gut, dann haben wir hier auch mal wieder eine weitere Kammer ausgeräumt. Ah ja, stimmt. Hier geht es ja auch noch weiter. Ich dachte, es wäre eine Ebene tiefer. Dann gibt es hier wohl ein bisschen mehr als 5 Kammern. Da, hier ruht der Beschützer aller Helden. Okay. Hier. Wozu das Blut, das komische Opferinstrument? Achanta. Das ist also dein Schwert des Blutablasses. Jetzt kann ich zwei Sachen machen. Entweder ich kann die Flasche mit Blut nehmen, oder? Ich schneide mich selber auf. Und tada, offen sind die Türen. Gut. Dann speichern wir an dieser Stelle. Ich habe keine Ahnung, was mich erwartet. Zumindest nicht genau. Denn in der Krypta kann man sich nie sicher sein. Ich weiß nicht. Irgendwo auf der Ebene oder in der Krypta gibt es Wasserspeier, die einen angucken. Hier jedenfalls nicht. Ach verdammt, die hätte ich durchs Gitter durch erledigen können. Ach komm, stirb. Tu mir den Gefallen und stirb. Hm, hier ist nichts. Da ist nichts. Da drin. Nur eine Halskette, was willst denn du? Dafür habe ich mein Leben geopfert, riskiert, naja, okay. Was soll's, was will man erwarten? Das ist nicht gerade eine tiefe Ebene der Krypta, sondern die erste. Und die Krypta geht weit runter. Ich glaube, die geht bis Level 7 oder vielleicht sogar Level 8. Und ich sag's euch, Level 8 ist unschön. Noch ein kleiner Schlüssel. Werden wir wahrscheinlich auch noch da weiter unten brauchen. Dort gibt es nämlich einen tollen Schatz. Tja, das heißt, ich werde dann wohl offscreen auch mal wieder nach oben laufen, weil... Ja, in der Krypta gibt es sau viel Zeug. Und mit sau viel Zeug meine ich, ja, wirklich sau viel. Also, keine Ahnung. Es gibt einen Haufen Waffen zu finden. Einen Haufen Zeug, überhaupt Bücher, Zeug und so weiter. Waffen, habe ich glaube ich schon gesagt. Rüstung gibt's. Ja, und man braucht viel Platz im Inventar. Tja, ich bin jetzt leider platzmäßig etwas eingeschränkt, aber ich hoffe, das lässt sich trotzdem so weit wie möglich arrangieren, dass ich nur maximal einmal hochlaufen muss. Und wenn, dann schmeiße ich halt irgendwas auf den Boden, weil ich kann es mir später wiederholen. Wobei ich es wahrscheinlich so oder so nicht brauchen werde. Naja, egal. Ein Schild. In Andenken an unseren geliebten Kommandanten, auf immer euer das Regiment. Aua, fick dich. Was willst du denn? Stirb. Wie viel Schaden hat denn das eigentlich noch? 71 von 80, was willst du? Warum ist das schon wieder so kaputt? Mein armes Schwert. Oh, ein toller Sarg. Und ein Haufen Blut. Ich frage mich, was machen die hier? Ich meine, die... Hey. Licht. Die Leute, die sie hier einbetten, die müssen ja scheinbar gezwungen werden zu ihrem Glück. Oder auch Unglück. Ah ja, hier. Ein komischer Stab. Den braucht man jetzt hier noch.
Hier ist nichts. Außer ein Stab. Und hier passe ich nicht durch, weil ich zu fett bin. Auch nur wieder ein Grabräuber. Mit einem hölzernen Pfahl. Ach so, nee, mehreren hölzernen Pfahlen. Ach, ist das blöd, wenn man durch die Fraps-Zahl immer nichts sieht. Ihr habt's gut, ihr habt keine doofe Fraps-Zahl da drauf. So. Nun hier. Die ist rot. Rot heißt Falle. Speichern, mal gucken, was passiert. Naja, nur ein bisschen Hitpoint abgezogen. Und für was? Für große Beinkleider des Verbergens. Naja, was soll ich damit? Rüstung plus 2, was habe ich? Rüstung plus 5. Ach hey, und was bringt das sonst noch? Schleichen plus 5? Ey, Alter, das bringt mir überhaupt nichts. Das heißt, jetzt sind hier schon mal wieder 6 Plätze vollkommen unnötigerweise besetzt. Ich habe auf dieser Ebene 2 oder 3 Schlüssel aufgesammelt und weiß nicht wohin damit. Verdammt. Was soll ich mit diesen Schlüsseln? Ich finde keine Schlösser hier. Ey, unglaublich. Gut, damit hätten wir diese erste Ebene eigentlich schon fast fertig. Ich glaube, rechts geht's weiter nach unten oder geht's links? Ne, rechts geht's weiter nach unten, genau. Ah ja, erinnert ihr noch euch an Lord Innut? Interessant, das haben wir wohl ausgelöst. Hier gibt es ein Schloss, damit kommen wir wohin? Genau, was ist denn das hier für ein... Okay, wir sehen hier eine Detailtextur, also dass man schön Details sieht und dann blub und dann sieht die echte Textur so aus. Das ist ja wohl mehr als lächerlich, egal. Ja, dahin kommt man eben wieder in Karte. Na, das kennen wir doch, hier. Das habe ich euch doch gezeigt.